Ja, ich grüße dich, hallo, willkommen zu diesem Video, schön, dass du dabei bist. Das Thema November Blues. Es ist wieder November, es ist sicher für viele ein schwieriger Monat, da dunkel, trüb, ja, ich habe ja schon mal im Newsletter geschrieben, wann war das? Vor etwa 2 Wochen, vom Montag bis Donnerstag, einfach trüb, dunkel, neblig, feucht. Ja, was macht man da? Was machst du? Was mache ich übrigens? Ja, also ich werde garantiert keinen November Blues erleben, und zwar deshalb, weil ich den November nutze, das kann ich dir übrigens auch empfehlen, um Dinge weiterzubringen, konsequent weiterzubringen, die ich einfach unbedingt erreichen möchte und dann irgendwann mal erreichen werde, ja, mit Garantie. Ja, da bin ich einfach jetzt Tag und Nacht sozusagen dran. Also ich kann dir nur empfehlen, also das ist die eine Sache, die du machen kannst, ja, das, was du nimm dir was raus, also etwas, was du mit Herzblut machst, etwas, was du dafür brennst. Also schaue, dass du da einen Plan hast, einen Plan machst. Also wenn du den nicht schon hast, gell? Kann ja sein, dass da alles schon so läuft, wie du es möchtest. Aber ja, gebe Vollgas mit einem Thema oder wenn du etwas fördern willst, die nächsten Wochen, Monate, also gehe daran und setze dir kurz-, mittelfristige und langfristige Ziele und sei einfach mal dran, beharrlich dran und gerade jetzt voll den Fokus drauf legen. November, Dezember, wunderbare Monate, auch energetisch gesehen, um eben mit dem Kopf geistig fokussiert, konzentriert tätig zu sein, und dann nimmst du gar nicht mehr wahr, ob es dunkel ist oder neblig oder kalt oder sonst etwas. Also wenn du etwas hast, wofür du einstehst, kämpfen oder einfach, ich sage jetzt mal, Feuer bringen möchtest, unter die Leute bringen möchtest, dann dieser Fokus, dieses Interesse, da hast du gar keine Zeit mehr zu überlegen, ja, ist es draußen ständig neblig oder trüb oder kalt oder weiß nicht was. Klar, was dann auch wichtig ist, Ausgleich, also was ich mache, also erstens mal früh aufstehen, eben am Abend auch nicht spät ins Bett gehen momentan, es ist ja wieder dunkel, die Nächte sind ja wieder recht lang, das geht ja sehr gut, früh ins Bett zu gehen. Ja, was ich sagen wollte, was ich sehr, sehr schätze, November, speziell im November, Dezember und Januar, zum Teil natürlich auch Februar, aber besonders in den dunkelsten Monaten, Sauna, Wellness. Ach, ist das, ich sage dir, ist das wunderbar, so von der Kälte in die Sauna hinein, oh, und dann wird es immer wärmer und heißer und so weiter. Also Sauna machen, Wellness machen, eine gute Sache in dieser Zeit. Ja, du kannst auch, natürlich, du kannst zum Beispiel auch alte Kontakte auffrischen, du kannst also generell Kontakten schauen, mit anderen Leuten sprechen, reden, am besten über etwas Konstruktives. Du kannst zum Beispiel Kerzen anzünden, kannst meditieren, besser als in anderen Jahreszeiten. Und nehme dir einfach vor, wenn du meditierst oder wenn du mit Kerzen bist, so, dass du so richtig dich in so richtig energetisch hochlässt oder in eine Freude hineinkommst und Freude hast, etwas zu tun, etwas zu Feuer zu bringen. Also, ja, also so richtig voll mit konstruktivem Gefühl in was reinzugehen. Also der November, also diese dunkle Jahreszeit, die muss also jetzt nicht zwingend auf das Gemüt schlagen, auf deine Laune, auf deine Befindlichkeit. Wie gesagt, meiner Meinung hängt das davon ab, wo du momentan stehst, wie es dir bei der Arbeit gefällt, ja, ob du wirklich das tust, was du eben tun sollst,
Ja, und wie groß ist deine Bereitschaft, wie groß ist gerade deine Möglichkeit, Freude zu generieren? Also natürlich ist es relativ selten und selten, aber heute zum Beispiel, nur einfach so nebenbei nach kurzem Schluss, heute ging ich so um 9 Uhr ungefähr, 9 Uhr spazieren in der Natur. Und es war ein wunderschöner Tag und die Kontraste, tiefblauer Himmel, noch gefärbte Bäume. Also es gibt immer noch Bäume, die haben Laub, auch jetzt noch im November. Also das war so ein wunderbarer Morgenspaziergang in der Natur. Das ist auch etwas, in die Natur hineingehen. Das, gut, das kann auch so im Wald mystisch sein, wenn es neblig ist, düster ist, im Wald spazieren gehen. Also die Natur, die kann einem natürlich auch immer wieder. Ja, sehr, sehr gut tun. Okay, das war's. Einfach so ein paar Impulse. Ich hoffe, du erlebst eben keinen November Blues und hast etwas, für was du eben gehst, stehst und hast darum gar keine Zeit da zu überlegen oder auf dumme Gedanken zu kommen oder schlechte Laune oder sowas. Also bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.